das Thema Wanderung in dem Kreis soll jetzt mal ein bisschen noch das Thema sein. Es ist ja immer ein bisschen schwierig, ne? Vor allem, wenn man nicht so arg viel wandert, da eine geeignete Wandertechnik zu finden. Ich habe ja da, ist es jetzt 2 Jahre her, für mich diesen Mitnahmestapel in Anführungszeichen gebaut, wo für mich, für meine Menge, wie ich wandere, für, ne, weil wir nur regional sind und ja auch Bienenvölker zum Teil das ganze Jahr am gleichen Platz haben. Also wir sind sicherlich nicht das, was man sich unter einer großen Wanderimkerei vorstellt. Und da tut es für mich das. Ne? Da brauche ich keine zigtausend Euro ausgeben und Nutzlast und bla bla. Also ich habe das ja in den Videos erklärt, was das so die Gründe waren, warum ich mir das gebaut habe. Weil es das halt auf dem Markt auch für mich nicht gab, zumindest zum Preis, wo ich mir irgendwie vorgestellt habe oder auch in der Größe. Ne? Die meisten Sachen sind einfach größer. Jetzt haben wir einen Kumpel von mir, der wandert noch weniger wie ich. Und für den haben wir jetzt zusammen eine Sackkarre gebaut mit dem Elektromotor. Die will ich euch jetzt vorstellen. Ich denke, die ist vor allem für alle diejenigen interessant, die ihre paar Völker, also ich denke, da ist nicht mal an den Nebenerwerb, sondern eher sogar, oder Nebenerwerb und Hobbyimker, die ein paar Völker verschieben wollen. Vielleicht zum Raps einmal im Jahr und einmal zum Wald. Und das war's das. Und da haben wir einfach uns Gedanken gemacht, oder der Anstoß kam da eigentlich von ihm. Und ich habe es dann letztendlich für ihn umgesetzt. Eine Sackkarre genommen, in den Elektroantrieb reingebaut. Und ich habe jetzt leider nicht so viel Bilder aus der Praxis, weil ich hab's ihm in die Eifel gebracht. Und da haben wir es dann getestet bei genau dem Völkeraufladen, die ich da eben geholt habe, die Wackfastvölker. Und da muss ich sagen, so im Prinzip ist das schon eine angenehme Sache. Der Motor kann so im Rückschluss ein bisschen stärker sein. Aber wie gesagt, ich zeige euch jetzt hier mal ein paar Bilder im Einsatz und ein paar Aufnahmen, wie wir es gebaut haben. Also im Prinzip eine ganz normale, handelsübliche Sackkarre, ich glaube bis 150 Kilo. Ein bisschen was Stabileres, ne? Natürlich aus Stahl. Alu wäre schön, aber Alu kann ich nicht schweißen. Deshalb aus Stahl. Dann kauft man sich halt ein bisschen schweres Gewicht dabei. Wobei das Schwere an der Sache sowieso eigentlich der Akku ist. Und dann eben diesen Elektromotor dazu, ein bisschen Schweißarbeit, ein bisschen Lackierarbeit, dass es auch optisch ein bisschen schöner rüberkommt. Und man hat halt wenn man es selber macht, extrem günstig. Wenn man es jetzt machen lasst, also wenn ihr Interesse habt, meldet euch gerne. Ich habe einen anderen Kumpel, der gesagt hat, hey, wenn da welche Interesse haben und es nicht selber bauen können, ich kann da eine kleine Stückzahl sicherlich machen. Also wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch. Also Preis ist sicherlich deutlich 100.000 Euro. Und wenn ihr dann überlegt, wo die Sachen herkommen, die ihr kaufen könnt, ne? Also sei es, reden wir über Apilift, doppelte, dreifache, wenn es reicht, den Preis. Ich weiß nicht, was der aktuelle Preis ist. Wenn das einer weiß, auch gerne in die Kommentare einfach schreiben. Da wisst ihr auch mehr Bescheid wie ich. Also Apilift hatte ich auch mal, habe ich ja nicht so wirklich benutzt, weil es mir einfach zu langsam war, zu umständlich. Und habe ihn dann verkauft an einen Kollegen hier in der Gegend. Ne?
Auch ein ganz schön netter Kontakt eigentlich. Genau, den Apilift und ich wüsste gar nicht. Ne? Dann kann man sich noch elektrische Sackkarren, also Paketzustelle haben das ja, aber die kosten ja auch gleich ein paar tausend Euro. Also insofern ist das, glaube ich, eine ganz interessante Sache. Ne? Man macht einen Gurt um die Bienenvölker schnell rum, zack, zack, fährt den da ins Auto rein oder auf einen Anhänger mit einer Rampe und ja, das war's eigentlich. Ne? Also echt eine total simple, kleine, die kannst du auch im Hobbykeller lagern, also du brauchst nicht viel Stauraum. Also so im Nachhinein, ich hatte mir auch überlegt, ob ich mir dann gleich noch eine mitbaue, aber wir haben halt erstmal den Prototyp praktisch in Anführungszeichen gebaut und es ist auch immer eine Zeitsache. Ja. Also vielleicht mache ich mir das im Winter, wobei ich eigentlich hoffentlich ein anderes Projekt für den Winter mir vorgesehen habe. Da gibt es dann hoffentlich mehr. Da hoffe ich auch, dass ich da bald jemanden besuchen gehe, mir was anschaue. Und das wird dann sicherlich oder hoffentlich mein Winterprojekt zum Thema Wanderhilfe. Aber dafür demnächst einfach mehr. Also wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, schreibt es in die Kommentare oder meldet euch direkt bei mir. Schreibt eure Meinung zum Thema auf jeden Fall in die Kommentare und vor allem, wo ich mich halt immer freue, wenn ich mir so die Statistik bei YouTube anschaue, ist, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, die Abozahlen steigen und das ist einfach für mich so ein, ja, positiv. Ja, da macht es, ist man motivierter, das nächste Video zu machen oder noch eins zu machen und das ist einfach schön, weil, sind wir mal ehrlich, so wirklich finanziell, es zahlt die Kamera. Es zahlt ein Feierabendbier, aber arg viel mehr wird da nicht rüberkommen. Also umso schöner ist einfach, wenn ihr mich auf diesem Weg unterstützt. Dann wünsche ich euch wieder alles Gute. Bis zum nächsten Video. War jetzt ein kurzes Video, mal nicht zum Themen, auch ein bisschen off-topic, weil mitten in der Saison. Aber ich habe einfach das Bildmaterial schon so lange liegen. Und jetzt hauen wir es einfach mal raus. Und dann ist da ein Haken dran und ich kann wieder Platz auf meiner Festplatte freimachen. Also in dem Sinne, ich wünsche euch was. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao.